nur, ich habe die Telefone durchgecheckt. Aber das System kompiliert noch so 18 bis 20 Minuten. Einige unwichtige Systeme werden deshalb ausfallen. Möchte jemand eine Limo oder sonst was? Die ganzen Panikversagen auf einmal die Zäune. Die Systeme schalten sich ab. Alles tot. Zugriff auf Hauptprogrammraster. Du hast das Zauberwort nicht genannt. Sind Sie vielleicht so nett und würden meine Enkelkinder zurückholen? Natürlich. Ich fahre mit ihm mit. Habe ich was berührt? Nein, ganz und gar nicht. Wir haben gestoppt. Ja. Hast du das gespürt? Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignatum zu einem neuen Part Lego Jurassic Park mit dem Zwergenfürst. Hier geht es gleich direkt weiter mit dem Level. T-Rex-Gehege nennt sich das Level und wie ihr schon bemerkt habt, geht es hier um einen T-Rex, der hier ziemlich aggressiv angreift. Also, so. Eins der etwas spannenderen Level. Versuchen wir also erstmal irgendwas zu finden, womit wir, wie im Film, den T-Rex irgendwie von dem Auto ablenken können, in dem sich noch die Kinder befinden. Und es sieht so aus, als hätte das Spiel schon einen Plan. Okay. Ich habe noch keinen Plan, was das werden soll, aber gut. Ich mach einfach mal mit. Ich mach einfach das, was das Spiel mir sagt. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Mit einem Knochen. Und jetzt? Boah, eine etwas seltsame Apparatur. Spring auf diesen Wagenheber, um den Geländewagen anzuheben. Okay, ja.
ein Wagenheber. Hätte klar sein sollen. Ja, komm raus, komm raus, komm raus. Ich helfe dir. Zieh, Alan Grant. Okay. Offensichtlich haben wir eine Person befreit. Eine ist da noch drin. Das ist der kleine Junge. Was jetzt? Manche Charaktere, wie zum Beispiel Lex Murphy, können laut schreien und dadurch Lego-Glas zum Zerbrechen bringen. Halt hierfür A gedrückt. Okay, ja. Frauen können schreien. Okay. Joa, nichts passiert. Ich kann schreiend rumlaufen. Okay, läuft bei ihr. Ja, wusste ich doch. So jetzt. Okay, das sieht gefährlich aus. Holen Sie die Kinder! Weg mit der Fackel! So. Dann holen wir mal die Kinder. Ach so, jetzt muss das Kind selbst arbeiten. Ist doch der Kleine aus dem Film. Wenn ich mich recht entsinne. Warum macht das nicht der Große? Ach, egal. So hätten wir den auch befreit. So. Naja, noch nicht ganz befreit. Aber jetzt zieh! Oh. Wie sagt er? Holla, die Waldfee. Ja. Das andere Auto. Erlen! Erlen! Aber Lego verharmlost das Ganze auch manchmal ein bisschen. Reingeschmissen und weg. Halt Y gedrückt, um Leuchtfackeln zu werfen. Okay, und gleichzeitig ausweichen. Okay, okay, ich versuch's, ja. Und zielen. Oh Mann. Jetzt habe ich's verstanden. Ich muss in den Mund zielen, während ich hier ausweiche. Ja, ziel. Zack. 1 von 5. Na dann. Well, zieh, treffen. Ach nö, daneben. Quicktime-Event. Ich ziehe schon mal. Steuer gar nicht mehr. Ich ziele nur noch. So. Ja, komm, mach's Maul auf. So, renn da. So, 2 von 5. Das kann ich wieder ausweichen. Oder es zumindest versuchen. Ja, gelingt mir nicht immer. Ich konzentriere mich mal wieder aufs Schießen.
scheint dem Fahrzeug ja nichts zu tun. Wenn man durch Gegenstände fährt. 3 von 5. Den Befehl, den Nedry benutzt hat, werden wir nie finden. Er hat seine Scheinbar haben wir es geschafft. Du hast das Zauberwort nicht genannt. Bitte! Die Abschaltung des Systems ist die einzige Möglichkeit, um alles zu löschen, was er getan hat. Würden Sie bitte das System abschalten? Es hat geklappt. Da, sehen Sie? Es läuft wieder an. Die Leistungsschalter wurden aktiviert. In 3 Minuten habe ich im gesamten Park wieder Strom. Ja, dieser Iron ist auch irgendwie ein Trottel. Aber gut, das soll es für diesen Part gewesen sein. Ich weiß, der Part ist ein bisschen kürzer als die anderen. Aber ja, weiter geht's im nächsten Part. Übliche Sache. Ein Däumchen, mehr Träumchen. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid, auf meiner Seite. Schaut die Videos an, die hier verlinkt sind. Jetzt. Ja. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl. Hmm.